Omek hat die Datenbanken gelöscht. Er hat alle Informationen entfernt und mit zufälligen Daten neu gefüllt. Ohne die Daten können wir nicht belegen, dass die Hauptkontrolle eine Massenvernichtungswaffe ist. Dann sieht es so aus, als müssten wir Omek freilassen. Aber er ist der Mithilfe zum Mord schuldig. Wir können ihn nach den Gesetzen der Föderation nicht lange festhalten. Zum Glück gibt es andere Regeln. Ach ja? Die Erwerbsregeln. Sir, ich bitte um Erlaubnis, Omek zu verhören. Das ist nicht Bestandteil Ihrer Ausbildung. Es wäre der Situation nicht angemessen. Sir, ich denke, ich kann das. Na schön. Denken Sie daran, dass Sie mit strengen Sanktionen rechnen müssen, falls Sie die Verhörsregeln der Föderation nicht beachten. Oder mit Omek einen Deal eingehen. Aufgrund Ihres bisherigen Erfolgs gestatte ich Ihnen dieses Verhör. Viel Glück, Lieutenant. Versauen Sie es nicht. Ich muss noch hingehen? Ja, ich muss noch hingehen. Oh. Latata. Deck 8, Arrestzelle. Auch in die Arrestzelle. Das sind so schöne Fahrstühle. Nur wenn die Energie weg ist, dann nicht. Dann stürzt sie damit ab und Ende. So. Main Sick Bay? Nee, das ist es nicht. Transport Brick. Irgendwo hier runter. Jetzt war die Armory, aber ach, ich werde es schon finden. Eine nicht beschriftete Tür. Auch eine Tür. Ah, richtig. Er geht auf und ab. Ha, gleich stehe ich da. Hallo, Omek. Ich verlange, dass Sie mich freilassen. Eine Hand wäscht die andere, Omek. Wer war Ihr Kunde? Tut mir leid. Gute Konsumenten sind fast so rar wie Latino. Ehre Sie. Regel Nummer 57. Wie wäre es mit der Regel, nur ein Narr verpasst eine gute Gelegenheit? Stimmt. Aber diese Gelegenheit steht im Konflikt mit meinem letzten Vertrag. Regel 17. Ein Vertrag ist ein Vertrag ist ein Vertrag. Aber nur zwischen Ferengi. Verträge mit anderen Rassen können eingehalten werden, wenn der Profit hoch genug ist. Also ist Ihr Kunde kein Ferengi. Ich werde nicht verraten, wer es ist. Regel 121. Alles ist zu verkaufen, inklusive Freundschaft. Ein Freund hätte ich schon längst verraten. Aber er ist ein Kunde. Neue Kunden sind wie Blutegel mit Rasierklingen, scharfen Zähnen. Sie können harmlos sein, doch manchmal beißen sie zurück. Regel 203. Also ist er ein neuer Kunde, von dem Sie fürchten, dass er Sie finden kann. Das macht ihn zu einem machtvollen und tödlichen Nicht-Ferengi mit Raumschiff. Oder mehrere. Das habe ich nie gesagt. Ich bin einfach nicht geneigt, auf neue Märkte zu expandieren. Expandiere oder verrecke. Regel 95. Drohen Sie mir nicht. Sie riskieren, vor das Kriegsgericht gestellt zu werden. Regel 62. Je riskanter der Weg, desto größer der Profit. Aber was ist mit Ihrer Karriere? Ich bin Mitglied des Hazard-Teams. Glauben Sie, dass ich jemals das Rentenalter erreichen werde? Bitte, ich bin nur ein großzügiger Händler, der sein hart verdientes Latinum riskiert, um einigen Wissenschaftlern zu helfen. Nachdem Sie ihnen unschätzbare Artefakte gebracht haben. Natürlich. Denken Sie, ich nehme ein Risiko für eine Unsicherheit in Kauf?
Und sie haben ihre Artefakte auf dem Schwarzmarkt verkauft, wo sie für immer für die Geschichte verloren gehen würden. Genau! Das hält die Profite hoch. Da sagt man, ihr Föderationstypen hättet keinen Geschäftssinn. Oh, ich habe durchaus einen Geschäftssinn. Nun, wenn dem so ist, helfen Sie mir zu fliehen. Ich gebe Ihnen einen Planeten der M-Klasse mit tropischen Stränden für Ihren Lebensabend. Oh, Mac, ich beschuldige Sie der versuchten Bestechung. Das ist eine Falle! Kein Offizier der Sternenflotte redet jemals von seinem Geschäftssinn. Es sei denn, er möchte Schmiergeld haben. Wer war Ihr Kunde? Er wird diese Monster losschicken, um mich zu töten. Sie können ganze Städte zerstören. Sieht so aus, als ob Sie eine existenzielle Erwerbsregel missachtet hätten, als Sie etwas verkauft haben, was Sie töten könnte. Hab ich nicht! Regel 125. Wenn du tot bist, machst du keine Geschäfte. Falsch! Er wollte Sie nie gegen einen Planeten der Ferengi richten. Ha! Ich gewinne! Nein, Sie haben gerade ein Geständnis abgelegt. Omek, wir beschuldigen Sie der Beihilfe zum Massenmord. Was? Sie wussten, dass Sie eine Waffe der Massenzerstörung verkaufen. Ihr Kunde hat Atrexianer auf Press Jack Gamma 3 getötet. Das Blut der Leute klebt an Ihren Händen. Ich werde Ihnen nicht sagen, wer es ist. Es sei denn, Sie lassen die Beschuldigung fallen und mich frei. In Ordnung. Auf einem Planeten meiner Wahl? Natürlich nicht. Wir sind kein Shuttle-Dienst. Wir werden einen geeigneten Planeten wählen. Ich nehme an, er ist Captain der Imperialen Marine der Romulaner. Romulaner? Was haben Sie sich dabei gedacht? Ich weiß, Romulaner sind normalerweise furchtbar billig. Gute Arbeit, ihn zu dem Geständnis zu bringen, Lieutenant. Ich glaube, das war Regel 87. Erforsche die Schwächen des Kunden, dann kannst du ihn besser ausnutzen. Sie denken, Sie haben gewonnen, Mando. Aber Sie müssen mich freilassen. Und Sie kennen seine geheime Basis nicht. Ah. Er hat eine geheime Basis? Zu spät. So, wo setzen Sie mich denn jetzt ab? Ferengina? Risa? Auf dem nächsten Planeten, der von Exomorphen angegriffen wird. Nein, das würden Sie nie tun. So erleben Sie die Resultate Ihrer Profitgier mit eigenen Augen. Diese Monster haben kein Interesse an Latinum. Sie werden mich töten. Ist es nicht der Traum der Ferengi, reich zu sterben? Das können Sie nicht tun. Auf Wiedersehen, Omek. Sein Name ist Commander Saldok. Ich gebe Ihnen die Koordinaten seines Stützpunkts an der Grenze der neutralen Zone innerhalb des romulanischen Raums. Danke, Omek. War schön, Geschäfte mit Ihnen zu machen. Oh. Ich werde die Sternenflotte über unser neues Ziel in Kenntnis setzen. Lieutenant Commander Tuvok wird eine Sicherheitsbesprechung arrangieren. Und was ist mit mir? Sie sollten besser hoffen, dass Ihre Information uns zum Standort der Hauptkontrolle führt, bevor die Exomorphe einen weiteren Planeten angreifen. Gehen Sie zur Restherme Ihrer Zeichenpanne ledig. Corban an Monroe, bitte kommen Sie zu mir in die Waffenkammer. Hat er noch eine Waffe für mich? Ich habe mir das Tetrion-Gewehr des Klingonen Lurak angeschaut. Oh, das läuft über Föderationsenergie. Das finde ich ja gut. Ziemlich große Streuung. Gefällt mir ja schon wieder gar nicht. Armeen wollt ihr mir gegenstellen? Hat
Ey, das ist der letzte. Ah. Fast so gut wie ein Klingone. Na komm, sag's, sag's. Fast so gut wie ein Klingone. Oh, ich wusste, dass ihr das sagt. Tuvok an Monroe, melden Sie sich im Besprechungsraum. Hi, hi. Nee, Turbolift in der Richtung. Hazard Operations. Oh, knack, knack. Knack, knack. Das wird heute viel, was hochgeladen wird. Da sind sie ja noch bis zum Abend dran. Egal. Warum hoch wird's geladen? Nein. Da nicht rein. So, da bin ich. Die Sternenflotte hat eine Geheimmission zur romulanischen Basis autorisiert. Wir treten mit einem speziellen Warp-Signaturcode in den romulanischen Raum ein, den wir von einem romulanischen Informanten erhalten haben. Lieutenant Monroe und Fenrich Gonzales werden als Romulaner verkleidet an unterschiedliche Stellen gebeamt. Sie gelangen beide mit gefälschten Ausweisen in die Einrichtung und treffen sich dort. Lieutenant Commander Tuvok? Benutzen Sie Ihren Tricorder, um das Transponder-Signal des Informanten aufzuspüren, der Ihnen Zugriff auf die sicheren Datenbanken gewähren wird. Laden Sie die Koordinaten der Hauptkontrolle herunter. Aktivieren Sie dann Ihre COM-Signale und wir beamen Sie zurück. Ja, Sir. Bitte melden Sie sich zur chirurgischen Veränderung auf der Krankenstation. No, das will ich nicht. Sickbeam ist das nicht. Nee, da muss ich erst wieder ein hoch. Deck 8, Krankenstation. Hier gab es ein Schiff irgendwo. Und ein Versteck. Das Versteck, das wird wahrscheinlich das Ding da sein. Da fahr ich noch einmal rum. Na, warte mal, F? F Sig Bay? Ne, F ist Holodeck. Cargo Bay? D. Na, das ist doch in der Richtung gut. Mal auffrischen. Ich glaube, hier müsste ich reden. Benötigen Sie medizinische Versorgung? Kann ich Ihnen helfen? Willkommen auf der Krankenstation. Sind Sie bereit für Ihre neue Identität? Fangen wir an. Basis. Dann wollen wir mal. Ohne einer neutralen Zone ist nicht gut. Dann bleiben wir erstmal auf Nachtsicht. Oh, nicht stoppen. Komm schon, jetzt nochmal weiter. Einrichtung installiert, die jede feindliche Rasse aufführen soll. Ja, das war ja klar. Ich muss hier den Part beenden, sonst gibt es hier gleich Probleme.